Ja, ne? Ich fange mal an zu reden. Hi! Herzlich willkommen zu einem neuen Eine Stunde Innen. Wave Race 64 war einfach so ein Spiel, das ich schon seit längerer Zeit mal auf meiner Eine Stunde Innenliste hatte, die ich einfach mal durchgegangen bin und mir dachte, ja, doch, ich fühl's. Einfach mal ausprobieren. Ja, ein Spiel exklusiv erschienen für den Nintendo 64, deswegen heißt es Wave Race 64, ja, beziehungsweise allgemein eine Nintendo-Marke, die schon seit Ewigkeiten nicht mehr bedient wird. Und ja, ich habe nie einen Teil davon gespielt. Ich habe keine Ahnung. Hör auch nicht so viel davon. Also ich habe keine Ahnung, ob die jetzt wirklich super beliebt ist oder eher so nicht so. Ich glaube, super, super beliebt ist sie nicht. Deswegen erscheint auch nichts mehr. Wobei das natürlich auch nichts heißen muss, ne? Ja, Wave Race 64 ist aber tatsächlich auch schon der zweite Teil. Der erste Teil, Wave Race, erschien halt ursprünglich für den Game Boy. Ich weiß ja nicht, ob Game Boy oder Game Boy Color, aber zumindest für den Game Boy. Und ja, ich hatte auch überlegt, das dann zuerst zu spielen, dachte mir aber irgendwie, boah, so ein Rennspiel auf dem Game Boy, das ist schon hart. Gucken wir uns doch einfach erstmal 64 an, glaube ich, den beliebteren Teil. Und dann gab es ja noch einen Teil für den GameCube namens Wave Race, oh scheiße, ich hab den Namen vergessen. Wave Race Blue Storm? Ich glaube Blue Storm. Ich hatte mal danach mal geguckt, und das kostet tatsächlich super wenig, überraschenderweise, für ein GameCube-Spiel. Deswegen werde ich mir das vielleicht demnächst mal holen. Und dann kann ich euch das vielleicht auch mal irgendwann präsentieren. Ist ja denn, ich sag hier jetzt, das ist die größte Scheiße, die ich je gespielt habe. Aber das bezweifle ich jetzt einfach mal. Genau, ich spiel's jetzt in dem, ne, hier Nintendo Online-Ding und so ist das ja mit drin. Es wird ein bisschen komisches Format. Ihr seht schon, ne, oben und unten habe ich jetzt schwarze Balken. Ich vertraue Nintendo einfach, dass sie hier die Aspect Ratio beibehalten haben. Sonst passt das eigentlich immer mit 4:3. Hier aus irgendeinem Grund nicht. Ich wollte zuerst noch weiter strecken, beziehungsweise halt einfach aufs, ne, so maximieren, dass dann halt das passt mit den schwarzen Balken, aber da hätte dann wieder kein vorgefertigter Rahmen gepasst. Deswegen dachte ich mir so, na gut, vielleicht kommt ja auch in-game noch irgendwas oben und unten dazu und deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gemacht. Und wenn, ist es nur eine Stunde hin. Ist nicht so wichtig. Wenn es ein Display wäre, hätte ich mir mehr Mühe gegeben. So, ja, ich bin ein Deutscher, ist schon okay. Was haben wir denn? Optionen, Namen ändern, Rekorde, Bedingungen ändern, Audio. Bedingungen ändern, was heißt denn Bedingungen ändern? Original, leicht mit. Okay. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Namen ändern. R. Hayami, A. Stewart, M. Jera de Marina. Marina ist ein schöner Name. Man kann einfach die Namen ändern von den Leuten, ist ja wild. Das mache ich nicht. Das ist bestimmt nicht Kanon. Gucken wir mal. So, Meisterschaft, Stuntmodus. Ich fange mal eine Meisterschaft an, würde ich sagen, ne? Auf leicht. Ach, freies Training, ja, das klingt doch gut. Select your Watercraft, please. Ich merke schon, dass die jetzt alle gar keine unterschiedlichen Sets haben. Das muss ich wahrscheinlich selber anpassen. Hat die gerade den Knutschmund auf ihrem Helm? Habt ihr das gesehen? Kann ich das drehen irgendwie? Nein. Wild. Ja, keine Ahnung, nehmen wir aber das erste erstmal. Standard, manuell. Achso, da kann ich jetzt ein bisschen. Ah ja, okay. Beschleunigung, spritzig, kraftvoll. Steuerung, leicht oder schwer. Kurvenverhalten. Ich lasse das einfach mal alles so erstmal. Ich habe ja noch keine Ahnung, wie sich der Spaß hier spielt, ne? Welcome to Dolphin Park. Ah, ich sehe, die Insel sieht aus wie ein Dolphin. Wie der Dolphin-Emulator. Punkte zur Qualifikation? 0 Punkte? 0. Mindestens 0. Okay. Ich glaube, das kriege ich hin. Follow that Dolphin. Oh, das klingt sinnvoll. Das ist ein Nintendo-Spiel, ne? Genau, was ich aber weiß. Achso. Ja, gut. Wenn ich kein Gas gebe, kann ich auch nicht lenken. Ich verstehe. Ja. Wow. Ich finde es ein bisschen. Ja, Delfin, fahr mal schneller, damit ich dich auch. Wobei es geht eigentlich. Was ich sagen wollte, ich weiß, wofür das Spiel aber auf jeden Fall damals gelobt wurde. Und das war so die Wasserdarstellung, die halt damals. Ja, doch für die Zeit relativ krass ist. Und ich stimme da auch zu, ne? Für 96? Holy shit. So gutes Wasser hat man damals noch nicht gesehen, glaube ich. Einfach mal ein bisschen ausprobieren hier. Kann ich irgendwelche Stunts machen? Bestimmt. Also prinzipiell.
Wenn anders. Okay, warte mal. Kann ich da irgendwas drauf machen? Was? Oben oder unten rings? Lehnt sich der Fahrer nach vorne oder hinten? Ich frage, was jetzt wofür gut ist. Wahrscheinlich so, um so ein bisschen mit den Wellen irgendwie mitzufahren oder so ein bisschen sich anzupassen. Denke ich mal. Oh! Bin vom Moped geflogen. Yippie! Na gut, na gut, na gut. Lass hier Rennen starten. Machen wir doch einfach mal. Let's fucking go. 6 Rennen. Oh yes. Oh, hi. Oh. Die Graphics, Leute. Unglaublich. Sunny Beach. Klingt einfach. Mindestens 4. Platz. Größer gleich 4. Platz stand da. Ich darf 1., 2., 3. oder 4. werden. Griechen! Ich bin ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Ein guter Spieler. Nice! Power-Up. Power Dump. Oh, leck mich doch mal. Okay, da hört schon auf mit dem Skill. Muss schon ein bisschen präventiv lenken auf jeden Fall. Wie Runden sind das? Steht das irgendwo? Okay, ich habe jetzt 2 Dinger schon verpasst da unten. Ich darf nur, ja. Wenn ich 5 Stück verpasse, ist Feierabend. Wie es mir scheint. Das ist doch scheiße. Alter, okay, warte mal. Mal auf neu starten. Holy shit, okay. Welcome to Sunny Beach. Ist ja gut. Get ready for the first race. 3, 2, 1. Gibt's einen Turbostart? Oh, oh. Ich meine, es ist halt so ein etwas realistischeres Fahrzeugverhalten, ne? Gerade auf dem Wasser und so, wo man ein bisschen mit den Wellen auch irgendwie agieren muss. Das ist halt manchmal schon mies, wenn ich dann erstmal nicht lenken kann. Und wenn mich dann irgendwelche Wellen hier irgendwie so ein bisschen aus der Fassung bringen. Ich bin echt erstaunt von der Wasserdarstellung für die Zeit. Ich muss mal kurz mich an der Nase kratzen hier. Besser. So. That's a lab record. Freut mich. Für mich selbst. Ah, Nase gejuckt. Und der hinterher. Sehr schön. Alles raus. Aus meinem Kopf. Geil gespielt. Rave Race 64. 3 Laps ergibt Sinn. In ein Rennspiel, ne? Yippie! Okay, sehr schön. Nichts verpasst. Erster geworden. Alles geil. Ach ja, N64 Polygone sind schön. Nochmal schöner als PS1 Polygone. Ach ja, Max Power. Great Race, danke. Nee, Wave Race heißt das Spiel, nicht Great Race. Ja Mann, ich bin bereit. Oh, Alter, der habe ich richtig Bock auf den Typen. Sunset Bay. Sunset Bay, wo immer Sonnenuntergang ist. Diese Musik. So, ich öffne schon mal eBay, ich kaufe schon mal die GameCube-Version.
Wobei heute gerade auch erst anderes Futter für eine Stunde ins ankam. Also ein Spiel. Was ich schon seit längerem gekauft habe. Ich kann ja mal, ich kann ja einfach mal erzählen nebenbei. Nämlich SSX 2, also SSX Tricky. Ich habe ja SSX schon mal vor einiger Zeit eingestellt. Ich war überfordert, aber ich habe trotzdem Lust, mich nochmal mehr damit auseinanderzusetzen. Gerade weil ja SSX 3 eigentlich immer so als der beste Teil gilt. Ist ja auch hier so ein bisschen mit Wave Race. Ist so ein bisschen artenverwandt, deswegen ist okay, glaube ich, wenn ich ein bisschen darüber quatsche. Ich habe mir SSX Tricky halt gekauft, vor einiger Zeit schon auf eBay. Das ist ein bisschen teurer, das Spiel, tatsächlich. Ich habe jetzt über 20 Euro dafür ausgegeben. Während SSX 3 aber nichts gekostet hat. Das hat irgendwie, das habe ich für 4 Euro oder so bekommen. Kann man irgendwelche Stunts machen? Es gab einen Stunt-Modus, ne? Vielleicht da nochmal reinschauen. Naja, auf jeden Fall hatte ich mir das gekauft dann. Ein halbwegs, das ist so das günstigste Angebot, was ich finden konnte. Weil so ein Verkäufer, der halt so, ja, ne? Man kennt es ja so, PS2-Sammlung und dann sucht man halt bei eBay so welches, wie man haben will. Ist übrigens echt ein Tipp. Also guckt auch gerne da immer mal rein, weil ich habe echt das Gefühl, dass da manchmal die Leute auch die Spiele günstiger verkaufen. Auch ein anderes Spiel, was ich auch noch nicht immer neue alte Spiele-Dinge gepostet habe, habe ich da sehr viel günstiger bekommen, als es überall anders kostet. Ungefähr zur Hälfte des Preises. Schon krass. Na, egal. Ja, zumindest haben wir das gekauft, Mitte Februar schon. Und der Typ hat mir einfach ein falsches Spiel geschickt. Also er hat mir nochmal SSX 1 geschickt. Also ich hatte dann SSX 1 zweimal, dachte mir, ja gut, ne? Brauche ich jetzt nicht. Ich will übrigens die ganze Zeit immer bremsen. Ah, shit. Ja, okay. Den muss ich jetzt noch den zweiten verpassen, leider. Ach, das war schon die letzte Runde, okay. Danke. Ja, jetzt habe ich hier SSX 1 quasi zweimal rumliegen. Da habe ich ihn halt angeschrieben, das war dann wirklich auch ein Versehen, so, ne, das wollte er nicht. Hat mir dann quasi das Richtige zugeschickt und das hat jetzt trotzdem einfach nochmal 2 Wochen fast gedauert, bis es ankam. Ich glaube, er hat es einfach vercheckt, mir danach zu schicken. Naja, aber jetzt kam es heute endlich an. Jetzt habe ich es hier. Das richtige Spiel. Es liegt auch direkt vor mir gerade. Muss noch einsortieren. Und fotografieren. Punkte 7-7. Das gefällt mir. Darf gerne so weitergehen. Welcome to Drake Lake. Drake Lake. Ist das denn Josh Lake? Three, two, one. Let's go! Richtig motiviert, ey. Macht schon Spaß, doch. Es ist so das perfekte eine Stunde Innenspiel. So, für die Stunde hast du Spaß irgendwann, aber dann hast du auch eigentlich alles gesehen. Aber pro Sehen, ich kann ja gerade nicht sehen, weil über Nebel ist. Oh, das ist nicht so gut. Aber ich schaff's. Gucken, vielleicht gucke ich mir auch mal den Gameboy-Teil an. Aua! Scheiße. Komm, steig auf. Weil ich beim Gameboy-Teil auch sagen muss, ich habe den, glaube ich, sogar noch nie gesehen. Also ich habe gar keine Ahnung, wie das Spiel aussieht. Es ist 3D, also im Sinne von spielt man trotz... Also nicht 3D, aber spielt man... Das war knapp. Spielt man so von hinten wirklich, auch wie hier? Oder ist es, keine Ahnung, so ein Side-Scroller vielleicht? Oder so? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es noch nie auch nur Gameplay davon gesehen. Vielleicht werde ich das gleich mal nach der Aufnahme tun. Je nachdem, wie es aussieht, vielleicht dann auch nochmal nachreichen. Quasi in einem einzelnen... nachreichen. Ihr wisst, was ich meine. Oh, der Nebel legt sich. Sympathisch. Kann sogar was sehen. Ah ja, die Wasserdarstellung finde ich echt krass. Oh, ich habe sie voll runtergehobt. Die ist echt nicht verkehrt für 96. Sogar mit Spiegelung. Also klar, die Spiegelung ist nicht echt so. Das ist einfach die Textur unten nochmal rangeklatscht. Das merkt man, weil es einfach gar nicht bewegt. So, also keine, also die Reflexion ist nicht so, ne? Wenn sich Dinge im Wasser spiegeln, dann wobbeln die ja auch hin und her. Ihr wisst, was ich meine. Das hat man hier jetzt nicht. Aber das ist auch für 96. Der ging das einfach noch nicht. Dynamische Reflexion. Aber gab es einfach noch gar nicht. Okay. Ich versuche es mal ein bisschen aufzuholen. Ich finde es nett, dass jetzt auf jeden Fall der Nebel weg ist und ich hier ein bisschen entspannter durch die Gegend fahren kann. Zumindest ein bisschen. Okay, vielleicht werde ich nicht mehr Erster, aber Zweiter. Scheiße. Oh, da bin ich letztes Mal schon. Scheiße geworden. Ach komm. Ich scheiß drauf. Stattdessen fahre ich halt nicht in die Kacksäule. Oh, die kriege ich noch.
Ich krieg den noch! Ja, schade. Nicht perfekt, aber... Naja. Passt schon. Danke. Move on to the next round. Ja, Mann. Welcome to Marine Fortress. Fortress klingt brutal. Wahrscheinlich liegen hier überall Sachen im Wasser, die man erfahren kann. Zum Beispiel diese Kisten da. Punkte zur Qualifikation mindestens 8. Ich krieg doch nur 7. Maximal. Ich habe jetzt eben nicht auf die Platzierung geachtet, was da stand. Wow! Okay. Nee, hä? Hä? Ja, jetzt wurde ich getrollt. Jetzt wurde ich aber richtig getrollt. Ich dachte, wegen den Pfeilen muss ich nach links. Um ehrlich zu sein. Ja, okay, jetzt bin ich. Das ist verloren. Okay. Ugh. Ich weiß nicht genau, warum ich jetzt so halb vom Moped runtergeflogen bin, um ehrlich zu sein. Da geht's nicht rein. Hä? Wo ist denn hier der Weg, Alter? Das ist ja 10 von 10 verwirrend, diese Strecke. Bin ich richtig? Hilfe. Abkürzung quasi. Wenn man darüber springt. Okay, ich hole langsam wieder auf. Es gibt doch noch ein bisschen Rubberbanding. Das ist nett. Wow, scheiße, ist nicht so weit. Komische Strecke. Meine Angst war berechtigt. Okay. Wäre cool, wenn ich ja dann auch noch auffüllen könnte. Ich rechne erstmal nicht damit. Jetzt muss die Abkürzung funktionieren. Sehr schön. Ah, da links. Okay. Ich glaube, auch wenn man halt die Checkpoints verpasst, dann verliert man auch hier von der Power, also von der Geschwindigkeit was. Wenn ich das richtig gesehen habe, das eine Mal. Jetzt werden wir sehen. Ja, meine Power ist wieder weg. Das heißt, ich bin dann wahrscheinlich langsamer, ne? Ach komm schon, Wand! Oh. Bin ich da so ganz komisch drin hängen geblieben. Es ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Nice try. Arschloch. Das war nicht gut. Ja, ich wurde aber auch fett getrollt in der ersten Runde. Ja, ich glaube, ich bin jetzt raus, oder? Oder auch nicht. Ich bin auch vorne. Wie ist denn, benötigt die Punkte 8? Ach so! Qualifikation 12, Punkte 19. Ah, okay. Muss mindestens 12 Punkte haben, um hier hinzukommen. Nice! Ich hoffe mal, es geht hier rein. Ah, Mann, ey! Ich hasse meine Nase. Mann, diese Nieser, die kommen auch immer so aus dem Nichts, ne? Das ist wirklich so... Die eine Sekunde kribbelt meine Nase und innerhalb der nächsten 5 Sekunden muss ich niesen. Das ist einfach den Feierabend. Wo muss ich hin? Ich hoffe hier hin. Wow! Ja, ein bisschen dumm. Aber die Strecke ist auf jeden Fall wieder einfacher zu verstehen. Alter, ich habe sie wieder
genudelt da auf ihrem Jetski. Also, Moment. Ah. Komischen Eistüten hier. Die müssen raus. So, ich nehme mal nicht die Rampe. War ein Troll. Lieber hier rumfahren. Ist klüger. Oh nein, Wand! Du holst mich nicht ein, Fräulein. Naja, vielleicht doch, wenn ich weiterhin so dumm fahre. Nein! Ach, fucking hell, das kann doch nicht wahr sein. No problem. Ja, danke. Ich glaub schon, dass es ein Problem ist. In der letzten Kurve, Alter. You finished second and got 4 points. Nice going. Move on to the next round. Nur noch zweiter. Da kommt Freude auf. Southern Island. Man kann da ja eigentlich auch schon gut sehen, wo man so lang fahren muss, ne? Ja, das ist die letzte Strecke, ich weiß. Nintendo 64. The Power of 64. Ich besitze übrigens keine N64. Ich bin am überlegen, mir meinen zu holen. Ich glaube, so teuer sind die auch gar nicht. Oh Gott. Ja, okay. Nice Cock. Problem ist halt, N64 Spiele zu bekommen, ist halt schwierig. A, weil die einfach tatsächlich einfach teuer sind. Und man sie halt nur selten in Originalverpackung bekommt, ne? Weil Pappverpackung. Und die Leute damals natürlich alle immer weggeschmissen haben, beziehungsweise auch einfach die natürlich sehr schnell kaputt gegangen sind, weil Pappverpackung. Und wenn, dann will ich sie auch schon gerne in Originalverpackung haben und nicht einfach nur das Modul. Das ist mir irgendwie... Nee. Nee, will ich nicht. Aber zumindest mal so ein paar Spiele, ne? So ein Ocarina of Time oder so zu haben, wäre schon ganz geil eigentlich. Das ist jetzt richtig, richtig ärgerlich. Aber ich finde es nett, dass ich einfach über Holz fahren kann. Ich vibriere mich so nach vorne, das ist bestimmt die Lore dahinter. Ein erster, das soll so bleiben, bitte. Ah, sehr schön. Das war wichtig für die Moral. Oh, und die Alte ist sogar letzte. Oh. Ah, was ein Comeback. Was? 7-7-4-1-4-7. Also erster, erster, zweiter, letzter, zweiter, erster. So, fette Siegerehrung. Dann sehen wir mal, wie wir jetzt aussehen.
Seid ihr bereit für N64 Character Designs? Ach du Scheiße. You're the champion. Congratulations. Ich hab mir Mühe gegeben. Aber es reichte nicht. Geil, ich war richtig gut. Geil, war richtig gut. Ich war, naja, geht so. Ich war richtig scheiße. Ich war wieder, geht so. Und dann wieder richtig gut. Das New bedeutet wahrscheinlich, ich habe irgendwie einen neuen Rekord aufgestellt. Gesamtwertung. Ich habe gewonnen. You get to move up to the next class. Aha, jetzt habe ich den mittleren Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich frei. Ich weiß nicht, ob jetzt hier auch neue Strecken sind. Ich hoffe es. Namen. Oh. Oh, da haben sie es schön mit ihren Wassereffekten angegeben, jawohl. Aber haben sie sich auch verdient. Flop, 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 flop. Aber hat was. Leicht Mittel. Was auch immer. Okay, ich werde es natürlich jetzt mal wieder. Normal einfach mal den Stunt-Modus, würde ich sagen. Schaue ich mir das mal an. Kurvenweiden. Wahrscheinlich ist dann so Kurvenweiden mal so das, was ich vielleicht mal ein bisschen bessern sollte. Zumindest. Naja, okay. Das denke ich mir da halt so. Was heißt straff? Na gut, straff heißt das eher wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht so genau. Ich mach mal so. Select your course, please. Oh ja. Da gibt es auf jeden Fall noch mehr Strecken. Oder zwei Stück noch. Ich fand eigentlich den Sunset Bay ganz entspannt. Der sah schön aus, wenigstens. So, okay. Ring-Challenges. Wir lieben sie alle. Oh ja, das steuert sich schon viel direkter. Das Lenken. Oh ja. Okay. Also wirklich jetzt Tricks machen, ist dann doch eher so nicht so die Sache, wa? Aber das ist fein. Ich drück mal irgendwelche Tasten. Mhm. Ich frage, ob Tasten hier irgendwann mal... Hey. Guck mal, wie ich die noch gekriegt habe, ey. Den nicht mehr. Oh, gerade so geschafft. Ja, ich habe einen Ring verpasst. Ich weiß, ich bin ein Lappen. Mehr Effekte. Aber passt. Was denn? Achso, BS ist Backspace. Nicht Bullshit. Ich mache das nochmal. Ich will testen, ob man wirklich irgendwelche Stunts machen kann. Irgendwie, wenn ich Z oder R in der Luft drücke. L wird wohl nicht sein. Ich kann auch nie mit dem Steuerkreuz lenken übrigens. Glaube ich. Oder? Nee. Ich bin echt dran vorbeigeflogen. Wollte mich doch verarschen. Ich weiß gar nicht, ist R jetzt eigentlich R1 oder R2 auf dem... Na. Okay, komm. Nochmal. Einfach alle Regeln mitnehmen. Gott. Zwei schon fast direkt verkackt. Starke Leistung von mir. Ja, also gefällt mir das echt viel besser mit der Lenkung. Wenn die so ein bisschen direkter ist. Autsch, scheiße. Lenk doch! Das ist nicht gut. Oh, das Ende ist mies. Ich will mal schaffen, alle mitzunehmen hier. Denke mal, dann werde ich noch die mittlere Herausforderung machen, also die mittlere Meisterschaft. Und auch nur, dass wir da die beiden neuen Strecken sehen, das wäre cool. Und die Fähre schaffe ich dann auf jeden Fall nicht mehr.
Kling, kling. So. Ey, das ist aber auch mies hier. Und mies ist halt auch, dass ich... Ja, okay, sehr schön. Oh! Wie, you almost had it? Ich habe alle Ringe. Hoffe ich. Gab es auch irgendwo versteckte Ringe? Naja. So gut ist es auch nicht. Besser als mein letztes, glaube ich, aber... 5000. Ach, dann leck mich doch. Beenden. So. Metal, Leute. So, wen nehme ich jetzt hier? Ich finde den Fettsack ganz lustig, den nehme ich jetzt. Den Fettsack. Tut mir leid. Dann mache ich das einfach wieder so. Da war das, ne? Und ich hoffe, dass das auch jetzt quasi sich gleich verhält. Oh, 7 Rennen sind das diesmal. Die Ansprüche werden auch höher, ne? Er gibt Sinn. Der Typ hat auf jeden Fall einen knackigen Hintern, wie ihr seht. Der gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Kann ich viel mit anfangen. Ey. Okay. Die Lenkung von dem ist beschissener als die von der alten eben. Das ist ja wieder kompletter Rotz hier. Oh Gott, ist das furchtbar. Aufgabe! Ich wollte eigentlich nur... Ich hätte auch einfach neu starten können. Tot! Bin in den Sand gefallen. Ja, ich war ja auch dumm von mir jetzt hier. Ja. Come back. Try again. Eigentlich will ich den Typ, glaube ich, nicht fahren. Welcome to Sunny Beach. Ba, 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 ba. Get ready for the first race. 3, 2, 1. Okay, voll rein in die Kurve. Alter. Du Arschloch! Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich wechsle den Charakter. Geht gar nicht mit dem. Ich nehme jetzt nochmal sie einfach. Ich mache mir das jetzt genauso, wie es eben war, weil so konnte ich echt am besten fahren. Ach so, guck mal, sogar noch eingestellt. Mann, Mann, Mann. Welcome to Sunny Beach. Get ready for the first race. 3, 2, 1. Schon viel, viel besser. Naja, der Dicke von eben ist wahrscheinlich dann dafür schneller oder so, ich weiß es nicht. Aber wenn ich halt dadurch einfach um keine Kurve komme und permanent auf die Fresse fliege dadurch und ständig meine Max Power verliere, ist das ja auch irgendwie nicht so zielführend. Ich fahre aber recht gut und bin trotzdem nur Zweiter, ne? Ich fahre gut, er fährt besser. Denke mal, irgendwie neue Charaktere kann man hier nicht freischalten. Das sah schon ziemlich voll aus, der Charakterausweis-Screen. Stimmt dann alles in der GameCube-Version. Ja, ja. Version, also dem Nachfolger. Doch, ich werde mir das mal anschauen für den GameCube. Hab ich Lust drauf.
Bin mal gespannt, wie da so die Wasseranimation sein wird. Alter, was ist denn der so schnell? Der zieht mir auch komplett davon, ne? So, ich habe keine Chance, ihn noch einzuholen. Keine Ahnung, was da los ist, aber gut, reicht ja. Hey, Stuart. Na klar. Punkte zur Qualifizierung 4. Es wundert mich jetzt gerade, weil ich eigentlich... Oder ist es jetzt das fürs nächste Rennen? Ach, keine Ahnung. Ich fahre einfach so gut es geht. Mehr kann ich ja auch nicht tun. Ey, oh. Ja, das ist schön, aber nicht mehr lang. Guck. Ich bin echt zu langsam. Aber in der Höchstgeschwindigkeit konnte ich ja nicht mal was drehen. Nur an der Beschleunigung. Ey! Drecksack. Ach komm! Dachte ich, wobble dann schon irgendwie links dran vorbei. Nice! Ja, so nice ist es gar nicht, was ich hier abziehe. Letzter. Ich finde, ich fahre jetzt echt nicht so schlecht. Aber ich bin halt einfach zu langsam. Die sind einfach alle schneller. Ich will gar nicht wissen, wie der Hard-Mode ist. Scheiße, ja. Jetzt kann ich es eh vergessen. Ich hole die nicht mehr ein. Ich hole sie ein. Mann. Okay, gut, gut, gut. Das sind Punkte, die ich brauche für die Zukunft. Ah. Gott sei Dank. Danke, Mann. Welcome to Drake Lake. Drake Lake. Ach, wieder erstmal das Nebelige. Also ich denke mal, diese Punkte zur Qualifizierung da unten, die bezeichnen schon die... Ich muss mal was gucken. Okay. Die bezeichnen dann schon wahrscheinlich die Punkte, die ich halt für das nächste Rennen dann brauche, ne? Vielleicht werde ich wieder überholt, weil ich einfach zu langsam bin. Gut, dass ich jetzt wieder aufgefahren bin, ist meine eigene Schuld. Leck mich doch am Popoloch. Ich mag die Strecke nicht. Ein bisschen pflöckender. Das ist anspruchsvoll. Aber gleich ist der Nebel dann zumindest wieder weg. Hoffentlich. Ja, er lichtet sich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist wichtig für meinen Sieg. Ja, ich werde nicht gewinnen. Aber der ist daneben gefahren. Der müsste eigentlich voll langsam sein jetzt. Aber ist ja KI, ne?
Ja, egal. Oh, den baller ich trotzdem noch dagegen. Ja, doch. Einen darf ich noch verpassen. Okay. Wie Ness. Okay. Ach, nee. Komm. Okay, ganz so unglaublich viel habe ich jetzt nicht verloren. Oh, das ist so schwer. Ja, ich weiß. Kackstrecke. Es reicht, aber es ist halt trotzdem scheiße. Also, da existiert eine Abkürzung. Aber wie nimmt man die? Nein. Ah, jetzt habe ich die Strecke wenigstens verstanden, ne? Das heißt, wird ja alles ein bisschen entspannter dieses Mal. Trotzdem überholt er mich einfach. Die Sau. Ja, wie komme ich da rein? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man Wellenglück haben und wirklich darüber springen irgendwie, aber das scheint mir doch arg unwahrscheinlich. Well. Bei dieser Kurve ist irgendwie immer der Zähler immer ein bisschen dumm. So, you're in second. Ich bin aber letzter. Scheiße. Ah. Ich muss es halt wagen, ne? Das bleibt mir anders übrig. Ich bin halt zu langsam. Was? War irgend so eine Kiste, die mich gerade getroffen hat, oder was? Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, Abkürzung. Gut. Wichtig, dass ich die jetzt auch gekriegt habe. Ja, da habe ich jetzt vielleicht noch minimale Chance, noch was zu reißen. Wie gesagt, ich finde, ich fahre jetzt hier echt nicht so katastrophal, aber ich bin scheinbar echt zu langsam. Ja, wenn sowas passiert, ist natürlich auch Essig. Ich schon das Gefühl, auf dem Schwierigkeitsgrad, die fahren schon annähernd perfekt. Also. Da gibt es nicht mehr viel, was ich raushören kann. Magst du, wie die so rumwobbeln, die Lenker? Ist wahrscheinlich in echt auch so, ne? Ich weiß es nicht. Bin noch nie Jetski gefahren. Wird es wahrscheinlich auch nie tun. Wusstet ihr, dass Jetski auch so ein Fall ist von, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sowas wie Tempo zum Beispiel. Bei Taschentüchern, so dieses. Ein Markenname hat sich durchgesetzt als der allgemeine Begriff dafür. So, nicht Taschentuch, sondern viele sagen ja Tempo. Ich sage eigentlich eher Taschentuch, aber. Das ist auch eine Abkürzung. Wir sagen hier so, hast du mal ein Tempo. Ein Jetski ist eigentlich auch nur eine Marke. Ich glaube sogar von Kawasaki, was ja hier auch scheinbar der Sponsor dieses Spiels ist. Wie die Dinger eigentlich heißen? Keine Ahnung. Motorisierte... Irgendwas. Oh. Warte mal, war da gerade die Abkürzung? Ich glaube, da war gerade die Abkürzung. Oder bin ich in der Abkürzung? Nee, ich bin definitiv nicht in der Abkürzung. Scheiße. Brr, brr, brr. Okay.
Rank 2. Ich muss mindestens Zweiter werden. Habe ich das richtig verstanden? Scheiße. Ja, das wird nix. Ja, okay, das Problem ist halt Wände. Viele davon. Oh. Boah, gib mir doch nicht auf die Nerven. Okay. Hat er gerade gesagt, 9 seconds behind? Hinter dem ersten. Das ist ja wohl komplett bescheuert. Okay, komm. Ich bin ja nicht so schnell, also kann ich hier wahrscheinlich auch durch, ohne die Wände zu berühren, in der Theorie. Wenn ich gut genug bin. Bin nicht gut genug, leider. Ich bin ein fetter Loser. Fahr! Oh Gott, ist das spannend. Dass ich da jetzt nicht vom Moped geflogen bin, ist auch schon ein halbes Wunder. Huiuiui. Viel zu spannend, holy shit. Bin auch im Rennen, Jungs. Oh. Der war echt 9 Sekunden vor mir. What the fuck, Alter. Was hat er gemacht? Also 11 Sekunden sogar. Ich meine jetzt 9 Sekunden im Sinne von, als er wirklich 9 Sekunden gesagt hat, waren es wirklich 9 Sekunden. Twilight City! Twilight City. Das gefällt mir. Mindestens erster Platz. Hi. Ich mach meine. Wollen ja noch mehr sehen heute vielleicht. Weil so lange geht das eine Stunde jetzt sowieso nicht mehr. Also ich konnte euch schon mal eine neue Strecke zeigen, ist das nicht toll? Ich bin so stolz auf mich selbst. Ja, wobei die letzte neue Strecke ist wahrscheinlich dann sowieso im letzten Cup, kann ich mir vorstellen. Everybody is behind you. Das ist eine Lüge. Kommt alle her. Oh, scheiße. Ey! Drecksack! Sind ja eigentlich, sind da einfach Minen? Hat die niemand geräumt, bevor wir hier Rennen fahren? Holy shit. Das ist ja lebensgefährlich. Also Jetski fahren an sich ist wahrscheinlich auch schon in gewisser Weise lebensgefährlich. Aber unnötig. Unnötige Addierung zur Lebensgefährlichkeit. Lebensgefährlichkeit. Man kann es auch mal Lebensgefahr nennen, aber nein. Hm. Oh, da sind wir vorhin lang. Alles klar. Verstehe. Fancy. Du Drecksack, Alter. Ich kann es einfach nicht mehr glauben, was hier passiert. Ja, oh Gott. Jump, jump, jump steht da drauf. Ja, no chance. Keine Chance, dieses Rennen ist verloren, verloren, verloren. Die sind auch wieder aus der Welt, ne? Keine Ahnung, was da los ist. Warum ich da so fett auf die Fresse bekomme. Tja, ne? Es tut mir leid. Ich habe mein Bestes gegeben. Also halt wirklich. Not even close. Not even close. Einfach tot. Ich bin raus. Warum darf er Hayami nur mitfahren? Mit seinen 12 Punkten. Arschloch. Nö.
Ja, ich habe den Save State, ja, vielleicht lade ich ihn nachher mal, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Aber ich will jetzt nochmal eben kurz in die anderen Modi reingucken. Warum nicht, ne? Bei Drake lese ich immer erst Danke. Danke, Lake. Danke. Danke, Sam Lake. Ich bin raus hier. Kein Bock mehr. Hier, guck mal, da steht ein Schild, ne? Kawasaki's Trademarks used with the permission of Kawasaki Heavy? Heavy Industries. Voll verpixelt, ey. Zeitfahren. Das ist auch nicht das Spannendste, denke ich. Aber wir können unseren letzten Kollegen Schnürschuh hier nehmen. Der noch fehlt. Weil, warte mal kurz. Was heißt denn Steuerung überhaupt? Leicht, schwer. Hä? Achso. Ich bin noch oben bei manuell, Entschuldigung. Beschleunigung, kraftvoll, spritzig. Ich mache einfach mal schwer. Vielleicht bin ich dadurch dann schneller. Keine Ahnung. Ich tue einfach irgendwelche Sachen und werde es gleich bereuen. Hey, Twilight City ist zumindest freigeschaltet. Warum ist Dolphin Park gesperrt? Weiß keiner. Ja, komm, nehmen wir die auch mal direkt. Ich habe nur Mitte. Mhm. Es ist einfach nur das Gleiche. Also klar, ergibt Sinn. Ich habe auch mit nichts anderem gerechnet, aber... Okay. Ne? Der hat vorher den... Okay. Habe ich zu krasse Lenkung? Alter, okay. Ich habe scheinbar zu krasse Lenkung, dass ich so einen kompletten Schlenker ziehe, wenn ich voll reindrücke die Lenkung. Interesting. Yo. Alter, okay, das ist wild. Also es scheint wirklich auch so zu sein, dass jeder Charakter sich wirklich nochmal inhärent unterscheidet in seiner Steuerung. Damit der alten wäre es nicht passiert. Also ich finde sie dann, glaube ich, schon steuerungstechnisch am besten. Aber sie ist halt einfach leider zu langsam, ne? Hm. Vielleicht kann man da ja was regeln. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier lang fahre. Ist voll dumm. Voll die Zeitverschwendung. Alter, ich drücke nur ganz leicht nach links und ich ziehe so komplett einmal... Ja, ich drücke nur einmal und ich höre nicht auf zu lenken. Das ist ja komplett wild. Oh, guck ich die Masse da oben an. Ich liebe sie. Die Crowd liebt mich. Aber mit dem Arsch touchiert. Alter, das ist ja insane. Ah. Jo. Boah, voll untergetaucht, aber. Ach ja. Womit fülle ich denn den Rest des Einstellens gleich? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, noch groß was anzufangen. Wir haben ja alles gesehen. Nein, es hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Das kann ich auf jeden Fall nicht abstreiten. Ich habe auf jeden Fall gewillt, mir den GameCube-Teil auch nochmal anzugucken. Werde ich mir den, glaube ich, mal kaufen. Demnächst, nachher vielleicht. Heute, gleich, sofort, noch im Video. Mal schauen. Wie gesagt, es ist zum Glück recht günstig. Was mich wundert, weil GameCube-Spiele sind eigentlich immer scheiße teuer. Vor allem halt die GameCube-Exclusives. Also die First-Party-Spiele. Nicht immer, es gibt auch ein paar kleinere Ausnahmen. Ja, scheinbar Wave Race. Und auch Metroid Prime zum Glück auch. Metroid Prime für den GameCube kriegt man auch relativ günstig. Also zum Beispiel so die Zelda-Titel. Da musst du ordentlich latzen. Vor allem Twilight Princess. Mittlerweile bestimmt so bei 60, 70 Euro. Das ist alles merkwürdig hier. Ja, wir haben auf jeden ein anderes Waterbike. Dann nehme ich jetzt nochmal die. Mal wieder. Steuerung.
Was heißt so spritzig und kraftvoll? Ich mach mal einfach so und guck mal, was passiert. Vielleicht ist es ja auch gleichzeitig Geschwindigkeit. Also wenn ich in die Richtung gehe, dass es keine mehr Geschwindigkeit und weniger Beschleunigung ist zum Beispiel. Wobei kraftvoll... Nee, warte mal. Kraftvoll klingt ja eher danach, als wenn ich sehr schnell beschleunige. Warum spritzig, Alter? Das sind so komische Bezeichnungen. Ich mach's mal in die andere Richtung. Der vertraue ich. Der Richtung vertraue ich mehr. Southern Island. Alles irgendwie, oh, alles Kackstrecken hier, keine Ahnung, ich nehme den. Die kann ich auch auf leicht, aber wahrscheinlich geht das nur, weil die eine Strecke auf Mitte, weil es halt eine mittlere Strecke ist. Okay. Die zieht jetzt auf jeden Fall nicht so krasse Kurven wieder, das finde ich gut. Ich habe keine Ahnung, ob die Geschwindigkeit gut ist. Ich habe keine Ahnung, wie die so vorher, ne? Das ist wahrscheinlich nur marginale Unterschiede, die man jetzt so gar nicht merkt. Erst wenn dann wirklich Gegner mitfahren und man merkt, okay, ziehen die mich komplett ab oder ziehe ich die komplett ab? Es gibt nur die beiden Extreme, ja. Guck mal, man kommt da auch durch, wenn man ein bisschen weniger Stress hat und einem andere Gegner immer durch die Gegend schubsen. Wow. Ja, aber den Felsenfahren ist nicht so klug. Ist wahrscheinlich der kürzeste Weg, aber naja, man wird halt langsamer. Und mit ihr macht das schon am meisten Spaß. Sie steuert sich auf jeden Fall schon am besten. So wie ich sie eingestellt habe zumindest. Aber die Geschwindigkeit. An der wird es liegen. Das ist halt der Preis dafür, ne? Hey. Ja, was wollte ich sagen? Daran wird es liegen. Also, ich lenke halt relativ gut durch die Gegend. So, das kriege ich gut hin. Aber der Preis für die gute Lenkung ist halt keine hohe Endgeschwindigkeit. Oh, was weiß ich schon. Ich bin ja jetzt... Scheiße. Ich bin jetzt ungefähr so bei 100 km/h. Ich kann ja gleich testweise einfach nochmal den Beschleunigungsregler oder generell mal so ein bisschen an den Reglern da einfach was ändern. Und nochmal schauen, ob ich dann ein bisschen anders fahre. Nennen wir es so. Bam, 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 bam. So, genau. Mal Waterbike nehmen. Ich mache einfach mal eine schwere Steuerung und auch das mal kraftvoll. Mal gucken. Select your course, please. Ja, machen wir die kurze Strecke hier. Soll ja nicht mehr so lange gehen hier. Erstmal muss ich ja hier Max Power sammeln. Vorher lohnt es sich eh nicht, das zu vergleichen. Ich war eben immer maximal. Ich komme hier gerade selber sehr viel langsamer vor. Wobei, nee, jetzt bin ich auf 100. Ja, wenn jetzt nicht die Wellen hier ständig mich fucken würden. Ja, ich bin immer so bei 100. Eigentlich komme ich mir sehr viel langsamer vor, aber ich bin angeblich immer noch auf 100, so. Na, wobei 102, 104? Gut, ist jetzt natürlich die Frage, was jetzt von beiden mich jetzt schneller macht. Wenn überhaupt irgendwas mich schneller macht. Ich habe das Gefühl, die Lenkung ist immer noch gleich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Im Zweifel mal googeln, aber keine Ahnung. Vielleicht finden wir es ja in dem nächsten Spiel raus. Vielleicht ist es eine bessere Möglichkeit.
Finish! Cool. Aber ja, keine Ahnung. Alles ein bisschen merkwürdig hier. Depp, depp. Aber immerhin, nochmal einen schönen Rekord aufgestellt. Okay, ja Leute, dann war's das auf jeden Fall. Das war eine Stunde in Wave Race 64. Hat Spaß gemacht, doch. Ich hatte Spaß, das ist doch toll, oder? Hattet ihr auch Spaß? Ich hoffe. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Demnächst vielleicht bei Wave Race Blue Storm. Ich glaube, es hieß Blue Storm. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und vielleicht ja nochmal beim Gameboy-Teil. Ich gucke mir das einfach mal an, wie das so aussah. Ich weiß gar nicht, gibt es das in dem Nintendo Online hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich wünsche mir, wie die so ineinander hängen. Ja. Soll das so? Keine gute Demonstration der Power dieses Spiels. Ja, ne, apropos Power, wie gesagt, die Wasseranimation und generell auch so die ganze Physik, die ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend für die damalige Zeit, auf jeden Fall. Mal gespannt, ob das dann bei GameCube-Teil dann auch so ist, also ob das dann auch sehr revolutionäre Wasserdarstellung hat. Kann man, glaube ich, schon ganz gut erkennen dann, ob es so ist oder nicht. Ja, mal gucken, wann das dann kommen wird. Das nächste eine Stunde wird es dann wahrscheinlich nicht. Ich weiß noch nicht, was das nächste wird, es sei denn, mir fällt nichts anderes ein und bis dahin habe ich's. Aber mal schauen, ne? Genau. Aber das alles beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao!